ey. Ich versuch die Positivität zu halten, doch es entsteht Frustration, wenn deine Träume zu platzen drohen wie ein Luftballon. Guck mal schon, über die Hälfte meines Daseins will ich Geld verdienen mit Parts Rhyme und selber in den Charts sein. Sozial gut integriert, viele Kontakte und Leute, doch wenige sehen die krasse Freude, was mir die Mucke, die ich mache, bedeutet. Freunde, komm nicht zu Gigs, wenn's echt mal um was geht, weil ihr bis heute nicht versteht, wie sehr ich für die Mucke lebe, wie sehr ich träume, wünsche, Acker und mach, damit es klappt und ich's irgendwann mit der Kacke hier pack. Nach den Gigs kommen Leute sagen, Digga, Killer, mir gefällt dein Style. Hier mein EP. Sorry, Digga, grad kein Geld dabei. Versteh mich nicht falsch, Mann, ich freu mich über Props. Doch weil durch Mucke kein Geld reinkommt, ist sie heute nicht mein Job. Und das ist nach wie vor das Ziel. Ich bin am Kämpfen und am Eifern. Hier muss sich der Horizont von vielen Menschen noch erweitern. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Manchmal bin ich echt frustriert, kaum einer will Tracks von mir. Doch halten diese geistesschwache Scheiße, die im Netz kursiert, manchmal kurz vorm Explodieren. Ich hab so einen Hunger auf die Anerkennung, große Shows, Ruhm und das Cash kapiert. Ich sag das auf, wenn das mich unsympathisch macht, aber ich will endlich mein Stück von dem, was diese Hunde haben, ab und von den Medien. Kann ich keinen Support erwarten, solange es nicht irgendein scheiß A&R es schafft, mich vorzuschlagen, denn es stimmt. Ich hab noch keine krasse Relevanz, doch jeder Musikjournalist, der seinen Job aus Liebe macht, dem ist das Schwanz. Er erkennt das Talent und den Beitrag zur Kunst, doch ihr seid blind, ihr habt den Teufel geheiratet, Jungs. Und ich erwarte keine Frontpage im Internet oder Heft. Alles, was ich von euch erwarte, ist ein Minimum an Respekt für die Arbeit und den Zweck, der in dem Ganzen hier steckt, den meine Jungs und ich unentgeltlich investieren in die Tracks, in die Artworks, die Videos. Nichts davon ist lieblos, doch ihr ignoriert bloß und boykottiert rigoros. Keine Antwort, nicht mal ein Sorry, nicht unser Ding. Ich fühl mich totgeschwiegen, so als ob ich nicht bin, denn ich bin Künstler. Kunst entfaltet sich erst in der Rezeption, doch drauf geschissen, ich folg weiter der Fährte in Richtung Thron. Und sollte ich wirklich den Thron mir irgendwann holen, werde ich Dominik, Tim und Florian fürstlich belohnt. Fürstlich belohnt, fürstlich belohnt, fürstlich belohnt, fürstlich belohnt, fürstlich belohnt, fürstlich belohnt. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Nicht von Hip-Hop-Fans, die sich selber Journalisten nennen, von elfjährigen Hatern, die beim Wichsen noch nicht spritzen können. Ich kann nicht von allen erwarten, dass die den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Nicht von sogenannten Musikredakteuren, die von innovativen Scheiß erst durch den Internet-Hype hören. Ich freue mich über Erfolge, für Freunde tolle Entwicklung. Für meine Leute geht's in die richtige Richtung. Ich bin mit dem Herzen dabei, ob bei Tokio oder den Mighty. Trotzdem tut es weh, wenn ich sehe, wie jeder an mir vorbeizieht. Weil meine Zeit fließt, mein Schweiß fließt, mein Fleiß fließt in mein Ziel. Manchmal hab ich Schreckmomente und denke, fuck, ich erreich's nie. Ich steh auf der Bühne und spuck Bomben ins Mic. Danach kommen sie vorbei und sagen, deine Songs sind so nice. Euer Lob schmeichelt mir, doch bringt nicht sonderlich weit. Sie sagen, Junge, mach bloß weiter, aber wann kommt meine Zeit? Und es ist schon nicht so leicht, weil jeder Horn kriegt sein Hype. Songs voller Scheiß, aber kein interessiert, wovon ich hier schreibe. Und es ist schon nicht schön zu sehen, wenn ein Newcomer jünger ist als du, aber schon Cash auf sein Konto einstreicht. Es ist nicht gut und keine Tugend, aber dann kommt dieser Neid, weil ihr Songwriting technisch nicht seid. Dein scheiß Rap wird gehypt, bis du Bastard den Status deines Bonzen erreichst. Doch ich fall weiter um den Titel, werd die One und die Eins. Und ich frag mich, wie stehen meine Chancen zur Zeit, dass ich zur Sonne hochsteig, neue Horizonte erreicht, verstehst du? Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Nicht von Kids, die nicht wissen, was Mucke und Rap heißt, und sie feiern irgendwelchen genuschelten Trap-Scheiß. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Nicht von Gefühlslegasthenikern, ich schwör, die Mucke nur nebenbei oder zum Party machen hören. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Nicht von Journalisten, die nicht etwa Künstler brauchen, sondern etablierte Stars, um Klicks abzustauben. Ich kann nicht von allen erwarten, dass sie den Horizont besitzen, meine Kunst zu verstehen. Nicht von meinungslosen Mitläufern und kleinen Erfolgsfans, die einen Rapper plötzlich feiern, wenn er irgendwann mit Gold glänzt.